So, ja, nachdem die letzte Folge ein wenig abrupt geendet hat, warum auch immer, keine Ahnung, ist hieß auf einmal Stecker rausgezogen, hä, wie, wieso, wo, bei wem? Manchmal passieren hier ganz komische Dinge. Oh, machen wir das mal hier mal ran, hier machen wir das auch ran, den nehmen wir weg. Den nehmen wir weg. Nein. Du kommst mit, du kommst hier ran. So. Und die komischen Bäume kommen ja weg. Ja, das mit den Zäunen, da muss ich nochmal gucken. Was wir jetzt auf jeden Fall nochmal brauchen. Huch. Einmal gegen das Mikro hauen. Was wir auf jeden Fall nochmal brauchen, ist Geschütztürme. Wir brauchen noch weitere Geschütztürme. So. Für hier. Ne, so rum. Da brauchen wir noch einen hin. Und wir brauchen hier unten noch zwei hin. Da ein. Da ein. Ich weiß natürlich nicht, wie wichtig diese Dinger sind. Weil momentan sind sie noch nicht so wichtig. Können wir noch einen hinbauen? Und noch können wir welche bauen. Hier drin schlafen hier welche. Hier können wir keinen hinbauen. Hallo? Noch einen drauf, so? Zum Schutz? Für meine Siedler? Schutzi? Ja, Schutzi will nicht. Hier können wir einen drauf bauen. So. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie wichtig die Dinger sind. Hier können wir noch drei Stück drauf bauen. Machen wir hier. Einen hin. Hier machen wir auch noch einen hin. So. Und auf diese Seite kommt doch auch noch einer. Auch kein. Müssen wir eigentlich nochmal zurückeiern? Für den ganzen Krempel, den wir da noch in der Truhe haben, beziehungsweise in dem Schränkchen. Nee. Karte. Die Karte wollte ich. Aber ich wollte ja auch eben nochmal gucken, wo wir. Wo wir. Claudia hingeschickt haben. Nur mal kurz gucken. Muss ja irgendwo sein. Kann ja nicht weg sein. Claudia, wo bist du? Ist Claudia hier? Hoch. Aufgepasst. Zeig es mir. Ja, ich zeig's dir, warte. Warte mal. Okay, ich bleib auf dieser Position. Du sollst hier auf dieser Position bleiben. Aufgepasst. Okay, was soll ich tun? Geh dorthin. Ist so gut wie erledigt. Es gibt keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Ja, ist okay. Dann halt nicht. Wo ist die Claudia? Hier ist nicht die Claudia. Scheint wirklich was zu werden. Komm, wir nehmen das einfach mal mit. Hier möchte ich. Ich weiß nicht, lohnt es sich, die Siedlungen auszubauen? Ich glaube, diese kleine Siedlung nicht. Die können wir ein bisschen in Schutz nehmen. Hier ist Kotzwild. Hallo Freund, Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Schön, dich zu sehen. Ich fühle mich sicherer, wenn ihr wieder hier seid. Ja, er labert erstmal die Leute zu. Die Minutemen sind immer zur Hilfe bereit. Okay, ich denke, ja. Laber du mal die Tussi zu. Schau mal eben, ob wir hier irgendwas braten können. Können noch ein bisschen Wasser anfertigen. Suppe. Suppe nicht. Gemüsestärke. Aha. Okay. Hier gibt es nichts.
Können wir hier irgendwo ein bisschen Schutz hinpacken? Damit die zumindest ein bisschen Schutz haben. So, machen wir da mal was hin. Oh, hey, hallo Hündchen. Hündchen? Ist die Claudia doch hier? Tatsächlich, die Claudia. Claudia, warte. Hey. Hey, du. Junge. Hier. Ist es okay, wenn wir ein paar Sachen tauschen, Dogmeat? Wuff? Okay. Gib mir mal den Baseballschläger. Ich habe nämlich was ganz Tolles für dich. Einmal Hunderüstung. Ich habe doch auch irgendwo so ein Totenkopfgedöns. Oh, schau mal an. Der Hund. Der Hund hat eine Rüstung an. Gibt's ja nicht. Sieht gut aus. So. Ich wollte hier noch so ein Leitstrahlgedöns hinpacken. Was brauchen die denn überhaupt hier noch? Schutz. Energie. Wasser. Okay, Wasser könnten wir vielleicht. Beton, Zahnrad haben wir nicht. Was denn mit dem Leitstrahl? Können wir den noch bauen? Wir haben ja gar nichts. Gar nichts. Da müssen wir mal ein paar Sachen hierher schaffen, glaube ich. Oder, was wir auch machen könnten ist, es gibt ja die Möglichkeit, die Leute zwischen den einzelnen Stationen rumlaufen zu lassen. Okay. Ja, aber das machen wir später. Was haben wir hier? Da haben wir noch ein paar Problemchen. Wir gehen erstmal hier hin. Obwohl man sie leicht mit Zombies verwechseln könnte, sind wilde Ghule grauenhaft verstrahlte Menschen, die nach dem Verrotten ihrer Gehirne dem Wahnsinn anheimgefallen sind. Wie können die denn wahnsinnig werden, wenn die keine Gehirne mehr haben? Wie geht das denn? Das Licht eines Pitboys eignet sich zwar hervorragend, um dunkle Bereiche zu erhellen, aber dann wirst du auch leichter entdeckt. Wenn du unentdeckt bleiben willst, solltest du es lieber ausschalten. Klingt logisch. So. Oh, hier ist ein bisschen nebelig. Nebel, Nebel. Ich will jetzt erstmal hier rein. Willkommen bei Fallout 4 Ladebildschirm Edition. Wobei, geht ja relativ schnell. Wo haben wir denn den ganzen Krempel? Hier haben wir den ganzen Krempel. Alles nehmen. Willst du wirklich alles nehmen? Was willst du damit? Was ich damit will? Ganz einfach. Aufgepasst. Was geht? Was ich damit will, zeige ich dir. Warte. Ich werde dir den ganzen. Nee. Nein. Scheiß nämlich jetzt in die Hand drücken. Und dann werden wir da. Das ist immer noch nicht genug, warte mal. Was gibt's? Erstmal den Typen zugreifen. Bleib doch mal stehen. Hallo. Bleib doch mal stehen. Welchen Teil von bleib doch mal stehen? Verstehst denn du nicht? Klar. Ein Vogel. Hier ist mein Vorrat. Tipp, 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 tipp. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Impro. Gacke kann weg. Leuchtpistole. Könnten wir behalten. Raketenwerfer hier. Den kannst du auch mitnehmen. Impro-Pistole weg. So. Kann ich jetzt wieder nochmal laufen? Okay.
Okidoki. Was machen wir denn als nächstes? Ich wollte noch mal ganz kurz zurückreisen. Damit wir dann, ja, reise ich jetzt zu dem Autokino oder zu dem anderen Laden? Das ist natürlich die Frage. Das ist natürlich die große Frage. Autokino ist hier. Autokino ist da. Oder reisen wir nochmal hier hin und gucken, ob wir den Leitstrahl in Gang kriegen. Wir gehen erstmal dahin. Die Minutemen traten erstmal 2180 ruhmreich auf den Plan, als sie Diamond City gegen eine Horde Supermutanten verteidigten. Ah ja, also knapp 100 Jahre her. Er ist sogar 100 Jahre her. Und wir brennen gerade so gewaltig die Sonne auf dem Rücken, dass es warm wird. Ich schwitze. So. Achso. Hey. Ich bin ganz Ohr. Ja, du bist nicht ganz Ohr, weil du willst schon wieder wegrennen. Klar, hier ist mein Vorrat. Gib mir mal... Ja, wenn ich jetzt wieder alles nehme, dann nehme ich ihm auch wieder die Sachen weg. Will ich ja nicht. So. Obwohl, Raketenwerfer? Nein. Wenn man das gebrauchen kann. Ja, das kann man alles gebrauchen. Klappe da. Das kommt weg. Das kommt weg. Baseballschläger. Achso, die Leuchtpistole, die wollte ich ja behalten. Obwohl, die haben wir schon. Raketenwerfer werden wir auf jeden Fall behalten. Der kommt weg. Das kommt weg. Ach ja, doppelte Lottchen haben wir ja schon. Jagdgewehr wollte ich noch ausprobieren. Was haben wir denn hier? Ja gut, das haben wir. Geflickte Dreiteiler brauchen wir nicht. Modische Brille hatten wir. Den ganzen Raider-Kram. Der kommt weg. Kommt weg. Kommt weg. Kommt weg. So. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt so einen Leitstrahl bauen können. Hallo, könnt ihr mal aufhören, mich hier rumzuschubsen? Das mache ich gleich mal mit. Nö, haben wir immer noch nicht genug. Können wir denn zumindest ein... Nö, können wir auch nicht. Wir können hier gar nichts bauen. Wir können die nicht beschützen und nichts. Es wäre gut, wenn die Minutemen zurückkämen, oder? Ich weiß nicht. Glaubst du, wir sehen die eines Tages... Jetzt, wir haben ja zumindest die beiden da. Commonwealth ging es viel besser, als diese Typen da waren. Warnwache. Ja, besonders wir Farmer. Schätze, das wird sich dann wohl zeigen. Der ist ja da und Dogmeat ist ja auch hier. Die können das Ding erstmal beschützen. Aber wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal diese Fähigkeit. Wo war das denn? Das war, glaube ich, hier irgendwo unten. Hacker. Wiederverwerter. Wissenschaft. Apotheker. Wo war das denn? Hier, lokale Anführer. Als Anführer, an den sich jeder wendet, kannst du zwischen deinen Werkstattsiedlungen Versorgungsroutinen einrichten. Das heißt, wenn wir das hier voll ausgeskillt haben und Waffenfreak sind, dann machen wir Charisma erstmal weiter. So, da möchte ich nochmal hin. Texturen? Nachladen? Bitte? Hallo? Nee, ich möchte nicht. So, ich wollte hier nämlich nochmal gucken. Hier sind wir nur mal durchgerannt. Aber irgendwie waren wir hier nie drin. Ist mehr.
eingefallen, als ich hier letztens über meinen anderen Spielstand rumgerannt bin. Als ich versucht habe, mal meinen Hacker-Skill ein bisschen zu manipulieren, ist mir nämlich aufgefallen. Ja, also. Du hast eine spezielle Lackierung für deine Power-Rüstung freigeschaltet. Ist mir nämlich aufgefallen, dass ich hier nie drin war. So. Was haben wir denn hier? Roboterentsorgung Ost 09B. US Roboterentsorgung, die sichere Art der Entsorgung für ihren Roboter seit 2053. Lieferprotokoll. 15.10.2077. Erster Protokollwachbot. Unbekannte Probleme. 13.09. 15. Was? 15 Protektrons. Alle Gliedmaßen fehlen. 22.07. 4 außendienstgestellte Wachbots. Dann haben wir noch 8 Robohirne. IQ weit unter 80. Aha. 14 Augenbots. Sichtsensoren fehlen. 9 Protektrons. Alle Gliedmaßen. 27 Defekte. Mr. Handys hören nicht auf zu reden. Das kenne ich, das Problem. 12 Protektrons. Alle Gliedmaßen fehlen. Ah ja. Mitarbeiternotizen. Dylan. 24.05.2076. Komisch, nochmal dieser Protektron ohne Arme und Beine. Wie kann einem das bei einer Produktion nicht auffallen? Lassen sie die Roboter von anderen Roboter bauen? Das ist beängstigend. Das ist ein beängstigender Gedanke. Ja, allerdings. The Mike. 10.06. Roboter. Die Roboter herstellen. Oh Mann. Wir haben letztens diese Augenbots reinbekommen, die keine Augen mehr hatten. Ist das nicht sehr... Was? Ist das nicht saugemein? Oh Gott. Ha. Naja, wenn was fehlt, dann müssen sie eine Menge ihrer eigenen Bots beschäftigen. Oder so. 22.07. Mike. Wir haben eben ein paar Wachbots abgeladen. Sieht nicht so aus, als würde irgendetwas mit denen nicht stimmen. Warum schmeißen sie die Dinger einfach so weg? Ich überlege, ob ich nicht einen von den Bots mit nach Hause nehme, damit er bei mir den Rasen mäht. Was denkst du? Kannst ja machen. Dylan, 13.09. Noch mehr dieser Protektrons, denen alles fehlt. Ich habe von ein paar anderen Betrieben gehört, die Dinger auch reinbekommen. Da hat jemand mächtig missgebaut. Komisch, dass es billiger ist, sie hier abzuladen, als sie zurückzuschicken und ein paar Arme dran zu mutieren. Tja. Wegwerfgesellschaft, 15.10.2077. Irgendwelche komischen Typen ganz in Schwarz haben einen Wachbot abgeliefert. Sie wollten nicht sagen, wer sie sind. Das Ding sieht voll funktionstüchtig aus. Sie haben das Teil sich sogar selbst auf den Hof fahren. Was? Sie haben das Teil sich sogar selbst auf den Hof fahren und dann abschalten lassen. Ich habe in die Kiste geschaut, die sie daneben abgestellt haben. Da waren Holobänder drin. Ich habe überlegt, sie mir anzusehen, aber diese Typen waren irgendwie ziemlich unheimlich. Und ja, Mike nochmal am 20.10. Das war nur ein Witz, dass ich einen der Wachbots mit nach Hause nehmen will. Schau dir diese Holobänder nicht an. Wenn die Typen das hier abladen, dann hat es sicher einen guten Grund dafür. Und du solltest dich nicht in dieser Sache reinziehen lassen. Wir haben hier einen ruhigen Job. Wir kommen einmal die Woche rein, gehen das Gelände ab und ab nach Hause. Versau das nicht mit deiner Neugier. Genau. Das machen wir nämlich jetzt. Band abspielen. Erstmal gucken, was das ist. Der ferngesteuerte USAF-Wachbot. Prototyp MK4. Dieser von Zensiert im Auftrag gegebene und von Zensiert hergestellte Prototyp darf nur durch offizielle Mitarbeiter der Firma Zensiert oder des entsprechenden Kunden bedient werden. Information: Dieses Holoband gehört zum Kampfwächterprotokoll MK4. Zensiert ist nicht verantwortlich für Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle während des Betriebs dieses Prototyps.
Falls sie kein Mitglied von Zensiert oder ein Geschäftspartner des Besitzers dieses Prototyps Zensiert sind, müssen sie dieses Holoband unverzüglich zerstören, sowie die Existenz des Bandes oder des dazugehörigen Prototyps leugnen. Machen wir. Dann wollen wir mal den Wachbot aktivieren. Natürlich aktivieren wir den. Hierdurch werden der Kampfwächterprotokoll MK4 und alle zusätzlich geladenen Systeme gebootet. Warnung. Dieser Kampfwächterbot ist ein Prototyp. Er wird nachdrücklich empfohlen, alle Tests in einem abgeschlossenen Bereich durchzuführen. Laut der Initiative für Kampfprototypsysteme Code Blabla ist der aktuelle Benutzer für eventuell auftretende Vorfälle während des Trainings verantwortlich. Bootsequenz durchführen. Jupp. Machen wir das Ding erstmal an. US-Roboterentsorgung. Blablabla. So, mal gucken, was passiert. Blablabla. Wachbot deaktivieren, Verteidigungsprotokoll aktivieren. Selbstzerstörung einleiten. Nee. Verteidigungsprotokoll. Ja, wir gucken erstmal, was hier passiert. So. Was haben wir hier? Haben wir nix? Ach, guck mal. Da haben wir jetzt einen Wachbot. Ja, ist ja auch lustig. Ja. Genau. Mach das mal. Dann nehmen wir hier alles mal mit. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Sieht nach einem Militärbot aus. Dem sollten wir uns nicht anlegen. Nö, will ihn ja auch nicht hauen. Können wir den mal mit dem reden? Achso, okay. Wollte ich nicht anquatschen. Wollte ich nicht von der Arbeit abhalten. Tut mir leid. War keine Absicht. Was ist nicht denn da? Brennstoff. Okay. Da. Und der fährt hier jetzt rum, oder was? Hat der noch ein Verteidigungsprotokoll? Ob wir das mal anschmeißen? Weil wirklich viel machen tut er ja nicht. Muss er hier rumfahren. Aha. Wow. Hässliches Biest. Da sind sie ja. Genau. Peng. Wo hast du denn jetzt auf einmal deine Muskete wieder her? Ich hab dir doch gar nicht. Aua. Wiedergegeben. Ja, mach du mal. Wir haben ein Wachbot. Speichel. Speichel ist ja egal. Nimm mal das mit. Sag mal, wo hast du denn deine komische Waffe her? Hey, zeig es mir. Nein, ich will dir nichts zeigen. Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Du sollst doch hier die Waffe benutzen. Danke. So. Sonst noch irgendwo eine Ratte getötet. Mein kleiner Wachbot. Sieht nicht so aus. Da ist vorher zwar was rausgekrochen, aber das scheint alles tot zu sein. Was? Aua. Warum bin ich denn so stark? Warum hau ich die denn mit einem Schlag um? Hat er doch vorher auch nicht gemacht. Naja, gut. Gut, dann gehen wir nochmal an das Terminal. Und gucken, was die Verteidigungs Sachen sind. Verteidigungsprotokoll aktivieren. Verschiedene US-Militäranlagen in der Nähe benötigen zurzeit Hilfe. Defensivprotokoll für welche Militär? Satellitenstation Revere, Fort Hagen verteidigen. Fort Hagen. Da wollten wir sowieso mal hin. Und gucken, ob wir da uns einlisten können. Dann kann der auch da hingehen. Ich schau mal gerade. Ach, guck mal, wir können das ohne Band sogar mitnehmen. Ja, mach du mal. Karte. Das ist die Satellitenstation.
Haben wir hier sonst noch irgendwas? Da haben wir die olle Farm, die wir noch upgraden könnten. Ja, hier ist die Sunshine-Gedöns. Aber da haben wir noch keinen hingelockt. Ja, die Frage ist halt, ob sich das auch lohnt, alles auszubauen. Das hier wird sich halt lohnen, wenn man denn da was abbauen bzw. ausbauen könnte. Haben wir hier Roboter-Gedöns.